Ja, da hatte ich also wieder den Vorteil, dass ich nicht jeden Tag da war, nicht jeden Verhandlungstag, dass ich zwischendrin meine gewöhnliche Redaktionsarbeit machen musste. Also ich habe alles, was ich je im Leben veröffentlicht und also geschrieben und veröffentlicht habe, in meinem Archiv. Und ich kann also belegen, dass ich zu der Zeit des Auschwitz-Prozesses also auch über andere Themen eine ganze Menge geschrieben habe. Ich musste meine tägliche Arbeit dort schon auch machen. Aber Sie hatten es doch immer Das, im Kopf. ja, ich hatte es im Kopf und ich habe ja gesagt, ich hatte also schlaflose Nächte. Und ich habe immer, hat es mich umgetrieben und ich habe immer versucht, auch Antworten zu finden. Mit dem Wörsing war darüber ja so nicht zu reden. Das heißt, von dem kam keine Antwort. Der hat immer gesagt: Mein Gott, bedenken Sie doch mal, Sie müssen die Zeitumstände betrachten. Damals, wie das war und heute, wie es ist. Ich sage: Ja, darum, das ist ja das Schlimme. Das heute will davon niemand was wissen.